bei Gitarrenkram. Auch heute wieder im Studio der Gonz und ich. Genau, der Carsten. Richtig, so heiße ich. Ja, habe ich mir gemerkt. Ja, und heute geht es wieder über YouTube. Aber diesmal wollen wir eigentlich weniger Channels vorstellen. Oh, schon wieder YouTube. Ja, schon boring. Wieder YouTube. Oh. Ich habe gedacht, wir reden mal so ein bisschen allgemein über YouTube, über die Vor- und Nachteile von YouTube. Und hier und da könnte ich mich auch immer mal ein bisschen aufregen. Das will ich mal loswerden. Aber es gibt natürlich auch ein paar schöne Sachen. Damit können wir eigentlich mal anfangen. Stell dir mal vor, so als wir groß geworden sind, so in den 80er, 90er Jahren, hätte es schon YouTube gegeben. Das wäre ziemlich cool gewesen. Das wäre der Kracher gewesen. Ich meine, da waren wir ja richtig weit von entfernt. Da haben wir ja nicht mal im Traum dran gedacht irgendwie, ne? Aber was hätte man da schon alles lernen können? Auch fürs Gitarre spielen oder Gitarre irgendwie Tipps, wie man irgendwie, was weiß ich, seine Seitenlage richtig einstellt, ja, oder eine Gitarre baut oder Seiten wechselt irgendwie, Pickups wechseln und, ja. Ja, und das sind wir jetzt nur beim Gitarrenthema, ne? Genau, also mir fällt da eher jetzt Musikkonsum ein. Also ja. Ich komme ja mehr so aus der Rock- und Metal-Ecke. Ja. Da gab's, es gab MTV, hat damals noch Musikvideos gezeigt. Genau. Das tun sie jetzt heute nicht mehr, dafür gibt es ja YouTube. Ja. Und damals war es so, da hat man dann sonntagsabends Headbangers Ball, weil es spätabends kam, vielleicht aufgenommen und hat sich dann am Montag dann die Musikvideos angeguckt. Ja, und ich habe mir teilweise die VHS-Kassetten gekauft. Jetzt, es gab jetzt nicht viele Bands, wo ich das gemacht habe, aber von meinen absoluten Lieblingsbands hier, Genesis oder sowas, ja, dann hast du dir die Musikvideos gekauft. Ne? Und wenn dann ein neues Album rauskam, dann hast du das Video ja trotzdem, also konntest du es ja trotzdem nicht immer gucken, wann du wolltest. Genau, ne? Aber woher wusstest du damals, dass ein neues Album rauskommt? Wenn du nicht jetzt zufällig irgendeine Newsletter bekommen hast in auf Papier, ja. Oder wenn du zum Karstadt, beim Karstadt in der CD-Abteilung hing, glaube ich, so eine Tafel, wann welche Neuerscheinungen kommt. Oder du warst halt beim Braun und Leistner und die haben dir das erzählt, weil sie schon wussten, das ist dein Musikgeschmack so. Ich habe Zeitschriften gelesen. Oder das, genau. Ja, ja. Die Rocker, der Metal Hammer oder, weißt du, vielleicht hast du mehr die Bravo und die Pop-Rocky. Ich habe früher auch mal Bravo gelesen, aber dann auch später den Musik-Express zum Beispiel. Oh. Ja, auf jeden Fall, also ich finde es ganz toll, was man heutzutage alles so auf YouTube gucken kann. Ne? Zum Beispiel alle Musikvideos, aber man auch eine Menge lernen kann oder einfach irgendwie das gucken kann, was einen irgendwie interessiert. Ne? Weil wie oft saß man damals, ich vielleicht auch noch mehr als du, aber vom Fernseher, es kam nichts Anständiges. Ne? Ich kann mir heute irgendwie Leute angucken, die halt über Formel 1 irgendwie reden. Habe ich ja hier letztens auch schon mal mich beschwert, teilweise. Aber ich kann mir trotzdem da diese Sendung angucken. Ne? Ja. Kostenlos, das auch noch dazu. Ja. Kommen wir gleich noch dazu. Ja. Und so weiter und so fort. Also das ist schon eine tolle Sache. Das sollte man irgendwie zu schätzen wissen. Ja, auf der einen Seite. Das stimmt. Gut, andererseits schaut man natürlich auch bei YouTube, das ist ja auch genau die Idee dahinter, auch viele Sachen an, die man eigentlich nicht gucken wollte. Aber also, dazu später mehr. Ja, da können wir. Genau, aber wenn man diszipliniert ist, kann man sich genau das rauspicken, was man möchte, kann oftmals, wenn man irgendwelche Themen hat, aus etlichen Kanälen wählen, in etlichen Sprachen. Genau. Stimmt, notfalls muss man sich immer was auf Spanisch angucken, wenn nur der das erklärt. Das ist ja auch, man findet ja zu fast jedem Problem eine Lösung irgendwie so. Das ist ja auch irgendwie cool, ne? Ja. Ja. Also ich habe mir ja jetzt dann auch kürzlich YouTube Premium dann besorgt. Ja. So viel zum Thema alles kostenlos. Ich gucke tatsächlich relativ viel YouTube mittlerweile. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht Zeiten gibt, wo ich mehr YouTube als Netflix oder sowas guck, ja. Und dann ging mir das echt auf den Sack mit der Werbung, muss ich genau sagen. Mal für die Zuhörer, Zuschauer, was kostet das? Das kostet, glaube ich, ich habe es noch nie bezahlen müssen, weil du hast die ersten 4 Monate frei. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ist halt so. Und deswegen habe ich es noch nicht, so lange habe ich es halt noch nicht. Kostet ab 14 Euro. Du hast aber auch YouTube Music mit dabei. Also du kannst halt kostenlos die Musik streamen, also sowas wie Spotify hast du quasi auch noch mit drin. Und da hatte ich mich ja auch schon mal vor einer Weile beschwert, ja, und hin und her. Und habe das halt jetzt für mich so gesagt, gut,
ich habe auf der einen Seite halt die Videos ohne Werbung, habe dann die Musik auch noch dabei, aber wenn mich halt ein Album interessiert, dann kaufe ich das auch nochmal irgendwie als CD. Ne? Ja. Also dass das cool. So irgendwie so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt. Aber bei YouTube Music ist es so, dass Spotify ist ja nur Audio und YouTube Music ist ja, du kriegst dann immer ein Video eingeblendet. Nee, du kannst ganz normal, das ist wie Spotify, du kannst ganz normal da Video, Musik hören. Es gibt ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, also, ihr seht das jetzt nicht, aber du kannst es ja, glaube ich, sogar hier auf deinem YouTube irgendwie auswählen, ob du jetzt hier auch in dieses... Ja, hier gibt es links in der Zeile gibt's YouTube Music. YouTube Music, genau, und dann kannst du da jetzt... Aber wir einfach nur was hören. Ja, aber wenn du auf irgendwas draufklickst, ich habe ja das auch, also ja. Weil das ist ja übernommen worden von Google Play Music, die ganze Musik ist darüber gewandert. Ja. Hattest du dich damals ja auch schon drüber echauffiert? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass egal was ich mache, ich krieg immer auch ein Video dann dazu eingeblendet. Also ich habe ja diese YouTube Music App hier auf dem Handy dann auch, logischerweise. Weiß nicht, ich mache da meine Musik an, Kopfhörer und laufen, gehe spazieren oder sowas. Da kommt kein Video. Okay. Also das ist wie Spotify oder so. Okay. Ne? Gut. Also das geht schon irgendwie. Ja, gut. Dann ist mit 14 Euro, wenn man überlegt, Netflix kostet so, geht glaube ich mit 8 Euro los, glaube ich, in SD. Disney kostet 7 Euro, so roundabout. Also das geht so grob in die Richtung. Ja, also sag mal, Spotify kostet 10 Euro, ne? Jetzt um das zu vergleichen jetzt mal, ne? Glaube ich, normal. Ich habe kein Spotify. Ja, also ich finde, und die Werbung war, ich sag mal, vor 2-3 Jahren, da hast du halt, wenn du auf dem, da kommen wir jetzt auch noch dazu, ich gucke ja auf dem Fernseher, YouTube, ganz normal, und da kam irgendwie keine Werbung dazwischen oder davor, irgendwie wurde das geblockt oder so, keine Ahnung, wie das war, und mittlerweile kommt halt schon viel Werbung, ne? Und das ist dann, also mir ging das dann echt auf den Keks. Und dann war es mir das, es ist mir jetzt so wert, wenn, gut, nur wie gesagt, noch habe ich es nicht bezahlt, ne? mir da dieses YouTube Premium. Und ich genieße es, ich finde es super toll. Ne? Du guckst da die Sachen und es kommt keine Werbung, es ist so toll. Ja, gut, bis auf natürlich, man hat hier oft auch Videos, also jetzt der Fluff zum Beispiel hat das oft, dass der dann ein Video hat, was gesponsert ist, und dann schaltet er in seinem Video praktisch einen eigenen Werbeblock. Den kriegst du damit natürlich nicht weg. Den kriegst du damit nicht weg, nee, aber da gibt es ja auch so ein paar Kniff. Ich sag mal, oft ist dann ja auch dieser Werbepartner oben eingeblendet, dann spulst du halt so weit vor, bis du siehst, ah, da ist jetzt diese Werbeeinblendung nicht mehr oder sowas. Das gibt es tatsächlich immer öfter. Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass man halt jetzt von den Einnahmen von YouTube, die man da generiert, dass das vielleicht nicht unbedingt zum Leben reicht, je nachdem, wie groß der Kanal ist oder so, ne? Ja. Das ist klar. Aber da müssen halt die YouTuber gucken, dass sie da halt... du machst dich auch total abhängig von YouTube in dem Moment, ne? Das ist ja... du musst da natürlich gucken, dass du da irgendwie zwei- und dreigleisig fährst. Wie viele YouTuber haben noch ein Patreon dabei oder sowas? Ne? Mhm. Ja, aber das YouTube Premium, ich finde es bis jetzt... richtig cool. Mal abwarten, wie es ist, wenn ich bezahlen muss. Aber ich meine, das ändert ja jetzt nichts an den. Muss es ja nur bezäumen, will, ja. Sagen mir Hesse, also mir Gießner. Ja, so viel dazu. Was man dafür braucht, ist natürlich ein YouTube-Account. Ja. Ja. Und das ist ja, ich sag mal, den hat ja auch nicht jeder. Also das ist, ich finde es eigentlich ganz praktisch. Weil du kannst dann halt auch Abos, Kanäle abonnieren. Ne? Und es ist aber ganz einfach, weil YouTube ist ja auch ein Mitglied der großen Google-Familie. Ja. Und wenn man im Browser sowieso angemeldet ist mit seinem Google-Konto, funktioniert nicht nur im Chrome, funktioniert auch im Firefox, glaube ich. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Also gut, ich benutze nur den Chrome. Ja. Weil es einfach praktischer ist, weil es über alle Geräte synchronisiert, auch mit dem verlaufenden Lesezeichen. Und dann kann man normalerweise, hat man, glaube ich, schon irgendwie wie so ein Default-YouTube-Kontochen. Ja. Irgendwie, oder man kann dann sagen, ja, nee, jetzt mit meinem Google-Konto einfach das YouTube, den Kanal öffnen. Ja. Denn man erzeugt mit einem Konto im Prinzip einen eigenen leeren Kanal auch, sozusagen. Ja. Man kann ja dann auch verschiedene YouTube Konten zum Beispiel haben. Also ich habe zum Beispiel ein Konto, damit gucke ich eigentlich nur, ja,
Wir haben ja dann unser geteiltes Konto hier mit dem mit Gitarrenkram zum Beispiel. Das haben wir dann halt, dass wir da beide drauf zugreifen können. Ich habe auch irgendwie Filme mal bei Google gekauft. Die muss ich dann aber wieder auf einem anderen Konto gucken, also auf meinem Haupt-Google-Konto quasi. Und ich habe, was ist hier, noch meinen privaten, also nicht privaten, sondern meinen YouTube-Channel, so, wo ich mal ein paar Gitarrenvideos oder sowas hochgeladen habe. Mhm. Ne? Oder von Lexicon Fusion damals, die Sachen, die habe ich da auch hochgeladen. Genau. Nee, die sind, glaube ich, auf dem ich immer gucke. Ist ja wurscht. Ja, genau. Sandman haben auch einen Kanal, da bist du, glaube ich, auch wahrscheinlich irgendwie noch als Owner oder Editor irgendwie noch dabei. Ja, keine Ahnung, kann sein. Ne? Ja, auf jeden Fall, generell kann man jetzt natürlich schon sagen, für viele Arten von Videos sind natürlich eher so jüngere Leute irgendwie die Zielgruppe, ne? Dass du da, ich denke mal, das wandelt sich jetzt immer mehr mit der Zeit, ne? Aber dass da halt wirklich Kinder und Jugendliche, gerade diese ganze Let's Play-Serie und so die so ein bisschen, ich sag mal, Computeraffinität oder Videospielaffinität in ihren Videos haben, ne? Die haben auch viel größere Reichweite, sage ich jetzt mal, und Abonnenten, viel mehr Abonnenten jetzt als jetzt so ein Gitarrenkanal zum Beispiel. Ja gut, wir sind jetzt ja auch noch speziell, weil wir auch noch auf Deutsch sind, damit schränken wir unsere Zielgruppe ja künstlich auch nochmal ein sozusagen. Richtig, ja. Andererseits gibt es auch so viel Content auf Deutsch eigentlich gar nicht. Das meiste ist schon irgendwie auf Englisch. Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du halt da jetzt, ich sag mal jetzt gerade für, keine Ahnung, was es da so alles gibt. Ich meine, es gibt Backkanäle, gell? Bibis Beauty Palace oder so, das ist ja auch alles auf Deutsch. Ja? Das, du kannst ja auch. Nee, ich meine jetzt gitarrenmäßig. Ja, gitarrenmäßig. Ja, aber ich glaube, das nimmt auch zu. Aber ich meine, das ist, habe ich eh nicht verstanden. Klar, schränkst du dich ein, aber genau das war ja, ich sag mal, vor einem Jahr oder zwei Jahren war das ja noch eine super Nische, würde ich fast sagen. Also mir wurde nie ein deutsches Video vorgeschlagen. Ja, nee, mir auch nicht. Jetzt kriegst du ab und zu mal welche, ne? Und ja. Aber ich war ja eben bei dem Thema schon, oder habe es mal kurz angeteasert, ich gucke hier über den Fernseher, ne? Das kann man machen, also entweder hat man so ein Smart-TV, der halt schon eine YouTube-App hat, hat meiner auch, die hat aber irgendwie nie so wirklich, ist schon ein bisschen älteres Modell, sage ich mal, das hat irgendwie meistens nicht so richtig gut funktioniert. Aber mit Fire TV habe ich das also jahrelang geguckt und jetzt seit ein Jahr oder sowas, halben Jahr, weiß nicht, habe ich jetzt nochmal Chromecast dran. Dann macht das darüber. Und da hat man dann bei YouTube, hat man auch so eine YouTube-App, über die man gucken kann. Das ist, sieht jetzt ähnlich aus wie am Fernseher, aber du hast halt in die Breite viel mehr Kacheln. Ne? Also okay. Viel mehr. Ich meine, du guckst nicht über den Fernseher. Doch, wir gucken über den Fernseher. Wir haben oft in unserem Fire TV die YouTube-App installiert. Ja, gut, dann kennst du das ja auch. Ja. Und ja, so mache ich das dann in der Regel. Aber beim Chromecast ist auch manchmal ganz gut, weil wenn du jetzt mal ein Video suchst zum Beispiel, ja, und dann kannst du ja diese Sprachsteuerung dann auch heutzutage benutzen. Genau, geht bei Fire TV aber auch. Ja, genau, ja. Aber manchmal gibt es so, du sagst dann irgendwas und der versteht halt nicht das Richtige, was du meinst. Ne? Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch bei dem Chromecast, aber das müsste über Fire TV sogar vielleicht auch gehen. Dann kannst du halt in der YouTube-App das Video suchen, ne, mit Tippen, was dann einfacher ist als über die Fernbedienung und kannst es dann quasi an den Fernseher schicken. Achso, ja, wahrscheinlich geht das. Ja, also ich mache das immer mal wieder. Das ist ganz, finde ich ganz praktisch. Aber so mache ich das, also habe ich es schön groß auf dem Fernseher und lieg auf der Couch und mache es mir bequem. Ne? Ja, nee, das ist bei generell praktisch. Ich bin da am Fernseher auch dann entsprechend mit meinem YouTube-Konto angemeldet. Ja. Und dann kennt das natürlich entsprechend auch meine Abos, weiß schon, welche Folge von was ich schon wie weit geguckt habe. Ja, ja, ja. Und dann kann ich das mal am PC, mal am Fernseher, mal am Handy oder auf dem Tablet. Ich habe dann immer den gleichen Bestand sozusagen. Ja. Also ich denke mal, was mich dann halt ärgert, sind dann halt diese teilweise echt schlechten Vorschläge, die man kommt. Man hat ja dann oben so eine Vorschlagsleiste, sag ich mal, jetzt die ersten Videos, die erste Reihe quasi sind ja irgendwie so Vorschläge, ne? Da sind halt oft Sachen drin, die du abonniert hast, aber
Nicht nur, also erstens werden auch dir Sachen vorgeschlagen, die du nicht abonniert hast. Auf der anderen Seite kriegst du aber auch Sachen, die du abonniert hast, teilweise da nicht rein. Das kommt immer drauf an, wie du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kanal schon länger nicht geguckt hast, dann wird er dir auch nicht mehr vorgeschlagen. Also kommt er nicht mehr in diese Vorschlagsvideos. Dann müsstest du jetzt wirklich auf deinen Abo-Reiter gehen, um da ein Video zu finden von dem. Ne? Ja. Finde ich manchmal blöd, weil das geht ein bisschen unter, weil es kann ja sein, dass ich jetzt irgendeinen Channel abonniert habe und ich weiß jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber ich mag immer nur eine bestimmte Art von Videos von dem, ne? Also ich sage jetzt mal Red Child zum Beispiel, ne? Und ich bin ja jetzt kein großer Fan von Testvideos, ne? Aber wenn er dann halt so auf Tour ist und so Behind the Scenes macht, das gucke ich gern, ne? Und wenn er jetzt zum Beispiel 3 Testvideos hintereinander gemacht hat und ich gucke die nicht, dann wird mir das nächste Behind the Scenes eventuell auch gar nicht mehr vorgeschlagen, ne? Ja gut, ich gehe eigentlich immer auf den Abo-Reiter. Manchmal, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich oben auf Start und gucke halt, was so vorgeschlagen wird. Ja. Und das YouTube erkennt ja dann auch so, was für verschiedene Themen ich regelmäßig gucke. Ja. Und dann gibt es dann weiter unten ja auch nochmal eine Reihe. Alles, was Gitarren-related ist oder dann mehr so Konzertkrams oder ich gucke viel RC-Modellbaugeschichten. Ja. Aber genau das ärgert mich halt. Du hast halt oben das, was dir vorgeschlagen wird, ja. Und dann sage ich bei mir zum Beispiel jetzt Gitarrenbau und dann kommt Gitarrenbau und das sind die gleichen Videos, die oben vorgeschlagen sind, werden mir da vorgeschlagen. Dann, keine Ahnung, Rockmusik, ja, werden mir die gleichen Videos, die mir oben vorgeschlagen sind, werden mir da vielleicht plus eins oder zwei andere, ja, werden mir vorgeschlagen und so weiter. Das zieht sich so quasi mehr oder weniger die ganze Zeit durch, wo ich mir halt denke, ihr habt es mir doch da oben schon mal vorgeschlagen. Dann schlagt mir doch dann in dem nächsten Reiter mal irgendwie was anderes vor. Ja? Mhm. Offensichtlich interessiert mich das ja da oben nicht. Also das ist ja auch so dieser Algorithmus da, der dir was vorschlägt. Also den würde ich jetzt so als mittelgut bis schlecht irgendwie beurteilen. Jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Ne? Weil, wie gesagt, gut, woher soll der jetzt genau wissen, dass ich das eine Video nicht gucken will, obwohl ich die ganzen anderen von dem YouTuber oder so gesehen habe und so, ist mir schon klar, dass das vielleicht nicht so einfach ist. Aber ja, das kann der Algorithmus auch irgendwie nicht so gut wirklich wissen, was ich gucken will. Ja, also gut, und so genau wird der Content dann auch nicht analysiert. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber was mich dann halt auch ärgert, was mir manchmal passiert ist, du kommst jetzt, hast ein bisschen Zeit, willst gucken, ne? Dann hast du einen Vorschlag, denkst du, oh, das will ich gucken, das will ich gucken und das will ich gucken. Dann hast du 3 Videos, fängst mit dem ersten an, weil das für dich persönlich so am höchsten gerankt ist, ne? Und willst das zweite gucken und das ist dann auf einmal nicht mehr in der Liste drin. Ja. Das ist total ärgerlich. Und auf der anderen Seite hast du ein Video, was dich nicht interessiert und das ist 3-5 Tage lang in dieser Liste drin und geht nicht weg. Ja, könnte ich mich aufregen. Ja. Es ist halt schade, dass man da nicht dann draufklicken kann und sagen, okay, nee, das interessiert mich nicht. Ja. Bei Amazon war das früher immer so. Ganz früher, ist schon ewig her. Dann hast du ja auch immer Vorschläge gekriegt, so was für dich interessant sein könnte. Und dann war da immer unten so ein X, wo du sagen könntest, nee, das ist für mich nicht interessant. Dann konnte man immer gezielt mal ein paar Sachen da wegmachen und das hat dann die Trefferquote erhöht. Okay, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das Amazon seinen Algorithmus in der Richtung inzwischen auch überholt hat vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also das nervt mich irgendwie. Auch mir werden in letzter Zeit viel öfter Videos vorgeschlagen, die ich schon gesehen habe. Und teilweise auch weiß das YouTube gar nicht mehr, dass ich die schon gesehen habe. Aber gut, vielleicht hast du so auf einem anderen Konto geguckt. Da würde ich stark in anzweifeln, ne? Das sind dann teilweise Videos, die schon wirklich mehrere Jahre auch vielleicht alt sind. Ne? Aber ich gucke eigentlich fast alles auf dem einen Konto. Ne? Das ist, weil klar willst du vielleicht ein Video ein zweites oder ein drittes Mal sehen, aber dann suche ich mir das speziell raus. Ich will jetzt nicht nichts vorgeschlagen bekommen, hier guck dir das doch nochmal an oder so. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Genau, und was ich ein bisschen auch doof finde, man kann ja dann auch so einen Daumen hoch geben bei einem Video, kann sagen, jawohl, gefällt mir. Dann gibt es sogar extra links eine Karteireihe, so Videos, die ich mit gefällt mir markiert habe. Dann sind die aber alle in dieser Liste da drin. Ja. Und wenn man einfach nur mal dem YouTuber was Gutes tun will und will einfach mal irgendwie einen Daumen vergeben, will das aber jetzt nicht praktisch als sich für sich merken quasi, das geht halt nicht.
Gut, das benutze ich gar nicht. Also ich mache selten mal, wenn dann wirklich, um den YouTuber mal was Gutes zu tun. Das ist halt wirklich ein super Bonus quasi von mir, wenn ich mal einen Daumen verteile. Ne? Weil das ist zum Beispiel über diese Fernseh-App eigentlich zu umständlich, finde ich. Ne? Hm. Genauso, also um diesen gefällt mir Reiter, da gucke ich eigentlich nicht rein. Den kenne ich fast gar nicht. Ja. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Es ist in der App auch schwierig, die Videobeschreibung einzusehen. Genau, zum Beispiel. Das wollte ich sagen, genau. Dass du da halt in die Beschreibung nicht reingucken kannst. Oder wenn es dann immer heißt, ja, und hier oben habe ich euch verlinkt und so, ne? Und da kommst du halt auch nicht dran. Genau, ne? Dann ist zwar am Ende auf den Endkarten, siehst du, sind so zwei Videos eingeblendet, dann ist so das Symbol von der Fernbedienung von dem Fire TV. Ja. Aber ich habe noch nicht verstanden, wo ich draufklicken muss. Du musst nach oben drücken. Nach oben und dann kannst du die Videos auswählen. Aber. Da hast du mir auch wieder, also das ist aber jetzt ein Problem der Leute, die die Videos erzeugen, ja, die müssten die Videos halt länger machen hinten raus, weil oft ist es so, dass dann diese zwei Videos, die vorgeschlagen werden, noch am Ende von dem Videos, der labert da noch irgendwie und dann kommen die zwei Videos da rein, ne, in die Endcard heißt das ja, Endcard, glaube ich, und nimm dir das ganze Bild irgendwie weg. Ja, das ist total bescheuert. Ja, siehst du, das müssten wir eigentlich bei unseren Videos auch mal hinten dran machen. Ja, ich habe das jetzt, wir haben ja eine neue, reden wir am Ende drüber, aber das habe ich gemacht bei unserem, ja, machen wir am Ende dann. Okay. Merkt ihr das mal. Ja. Ja. Ja, Content sehe ich da. Content, genau. Gut. Jetzt müssten wir erstmal, also ich finde, manche YouTuber haben, also aus meiner Sicht, das kann natürlich jemand anders sehen, ne, haben Content-Probleme. Dazu müsste man vielleicht mal so ein bisschen den Algorithmus erklären. Also nicht, dass ich jetzt den Algorithmus von YouTube kennen würde, aber es ist halt so, du musst halt regelmäßig Videos rausbringen, ja, um entsprechend gerankt zu werden. Ne? Das heißt, wenn du jetzt länger keine Videos rausbringst oder nur ganz unregelmäßig, ne, dann wird dein Video wahrscheinlich auch schlechter vorgeschlagen irgendwo. Ne? Und vielleicht auch gerade schlechter bei Leuten, die dich nicht abonniert haben oder so. Genau, ne? Und es wird auch in Suchen weiter unten auftauchen. Genau. Und deswegen macht es halt Sinn, regelmäßig Videos rauszubringen. Und meiner Meinung nach gibt es halt YouTuber, wo du halt merkst, gut, die müssen jetzt, die bringen jetzt halt ein Video raus, weil sie halt das vom Algorithmus so vorgegeben bekommen. Ne? Und die sind dann halt oft irgendwie so. Ja, langweilig und belanglos. Belanglos, ne? Ja. Also da ist mir zum Beispiel aufgefallen, und ja, ihr dürft mich gern steinigen, wenn ihr das anders seht, aber Rob Chapman, ja, seitdem der seine die Videos von Andertons nicht mehr auf seinem Channel hat, ne, macht er ganz viele belanglose Videos, ne, finde ich. Gut, er ist halt jetzt auch nach Malta gezogen irgendwie, ja, und tingelt da mal durch den einen oder anderen Gitarrenladen. Und hat halt dann auch, macht dann noch so Clickbaiting, finde ich teilweise, ne, das ist dann noch das. Nach Jahren im Studio habe ich auf einmal das Pedal gefunden. Ne? Der macht, das ist halt einfach hat er mal Werbung gemacht für, also hat mal eins getestet, mehr oder weniger. Ja, genau. Der ist ja bei Victory Amps ist er ja weg, ist jetzt ja bei Bad Cat Endorser. Okay. Und von Bad Cat gibt es auch ein Verzerrerpedal. Und sieh an, das ist das beste Verzerrerpedal, was der Rob Chapman jemals gespielt hat. Ja, also ich gucke den kaum noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Musik immer toll. Ich fand auch diese Clockwork Wolf and Angels, nee, wie heißt das? And Company. Ja, das fand ich, das fand ich ganz cool. Ich fand Dorje cool. Dorje fand ich auch mega. Tosca haben sich aufgelöst, ja, hast du genau gelesen? Ja, deswegen wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte gerade überlegen, ob sich Dorje aufgelöst hat. Das war Tosca, ja. Ja, also Dorje liegen auch auf Eis sozusagen, ja. Aber. Das ist ja dann auch immer so, das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich kann das natürlich verstehen. Die machen natürlich mit dem YouTube mehr Geld wie mit der Musik, vermute ich mal. Und es ist einfacher, du musst halt nicht irgendwie auf Tour gehen oder irgendwo dein Album promoten, sondern du machst irgendwie daheim oder im Umkreis irgendwie deine Videos, ja, und haust die raus. Das ist natürlich, ich will nicht sagen einfacher verdientes Geld, aber ich meine, du hast dann auch Familie oder sowas, ja, und dann ist es vielleicht nicht so praktisch, wenn du irgendwie ständig unterwegs bist. Ne? Ja, das ist aber eigentlich so schade. Also man sieht ja tausende von extrem talentierten Gitarristen, die dann ihr Können zur Schau stellen auf YouTube, und die man aber niemals auf irgendeiner Bühne sehen wird. Ja, ja.
Und das war eigentlich ganz cool bei Dorje. Wir waren ja auf einem der wenigen Konzerte von Dorje, die es mal in Deutschland gab. Das war schon irgendwie cool, die halt auch mal zu sehen. Und ja, ja. Und ich persönlich halt so von, ich sag mal, jüngere Menschen, die kennen das vielleicht nicht anders und für die ist das so okay. Ne? Ich finde das schöner. Oder auch der Henning, ne? Ich meine, der hat, sagt ihr mal, der hat Alben in der Schublade, die sind komplett fertig geschrieben und aufgenommen, glaube ich sogar teilweise, aber nicht veröffentlicht, weil er da nichts verdient, ja. Und dann lässt er das halt, ne? Dann benutzt er das teilweise irgendwie für seinen Channel mal vielleicht als Backing-Track, wenn er mal irgendwie was vorstellt. Ja, ja, genau. Und finde ich, und man hört es hier und da auch mal ein bisschen raus, dass er eigentlich, glaube ich, lieber Musik machen würde, als jetzt irgendwie. Ja, also noch der Plan, ein Video zu testen oder Test zu drehen. Ne? Ja, genau. Ich meine, der Plan war vermutlich ein anderer. Als er damals dieses Studio eingerichtet hat, wollte er, glaube ich, auch wirklich hauptsächlich Musik aufnehmen und das als Tonstudio betreiben. Ja, genau. Und dann ist irgendwie kam mit dem Testen von Effektgeräten irgendwie eins zum anderen. Er hat ja am Anfang mit irgendwelchen Halibänden, Joyo, mit günstigen Sachen einfach da losgelegt. Und ja gut. Eins kam zum anderen, er hat es halt so angenommen, wie es kam. Ja, ich meine, wie gesagt, ich denke, es macht ihm auch Spaß. Es ist ja schöner, wie jetzt vielleicht unser Eins im Büro zu sitzen und sich da irgendwie seinen normalen 9-to-5-Job zu machen. Ne? Muss halt jeder für sich selber. Ich meine, das kann ja auch nicht jeder, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ich denke immer, das Wichtige ist an so einem YouTuber, der muss ja eine gewisse Ausstrahlung auch haben. So ein bisschen Charisma, ja, da kann sich halt nicht so ein Hansel 0815, ja, ich weiß, ich wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt der YouTuber, den da jeder sehen will oder sowas, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber wenn du jetzt so einen Ola Englund zum Beispiel nimmst, der hat halt irgendwie so, du lernst natürlich auch mit der Zeit dazu, ne, aber das ist, dem guckst du halt einfach gern zu. Weil, ja, ich finde ihn ganz witzig, also Helen schwankt das so von Tagesform, manchmal findet sie es ein bisschen anstrengend, da will sie lieber keinen Ola England gucken, aber... Ich gucke jetzt auch nicht jedes Willy Chuck Video oder sowas, ne? Aber ja, also ich finde da, mir ist da, wie gesagt, Rob Chapman oder auch Mary Spender zum Beispiel, die ist mir auch da irgendwie extrem aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, die saugen sich auch teilweise wirklich die Themen aus den Fingern raus. Ne? Ja, na gut, die sind aber jetzt zum Teil Jahre im Geschäft. Wir haben uns ausgemacht, wenn wir irgendwann mal, wir machen ja jede Woche eine Folge von unserem Podcast und wir hatten eigentlich uns so ausgemacht, okay, wenn uns mal nichts mehr einfällt, was wir machen können, dann lassen wir es einfach, dann gibt es halt in der Woche keine Folge. Ja. Oder gibt es gar keine Folgen mehr, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt alles gesagt, was wir gesagt haben und dann kommt vielleicht mal nach 2 Jahren, wo wir sagen, hier, oh, guck mal, da können wir mal drüber reden, dann kommt aus nichts mal eine neue Folge, wer weiß. Dann gibt es wieder eine Gitarrenkram-Aktuell-Folge für 2025. Ja. Nee, aber da stehe ich auch zu, also das, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich meine, man kann jetzt natürlich zum Beispiel sagen, gut, eine YouTube 3-Folge, wo man jetzt irgendwie mal allgemein über YouTube spricht, hätte es nicht gebraucht. Sieht natürlich auch wieder jeder anders. Ne? Ich finde es mal ganz nett, dass ich hier mich mal so ein bisschen auch mal ein bisschen vom Leder lassen kann, hier, was mich so ein bisschen nervt dann teilweise, ne? Obwohl ich YouTube ganz gut finde. Und hat ja eh jeder andere Vorlieben, ne? Was er gern hören mag hier vielleicht in so einem Podcast. Ne? Ja. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ich mache den ja jetzt, ich sage jetzt nicht, Rob Chapman ist scheiße oder Mary Spender ist scheiße. Wenn ich denke, das interessiert mich, dann schalte ich wieder rein. Ja, und ansonsten schalte ich halt einfach nicht rein, fertig. Genau, ja. Ist einfach ein Angebot und es kostet dich ja nichts. Also dich kostet es jetzt dann demnächst 14 Euro im Monat, aber also mich kostet es nichts und ich finde es dann immer irgendwie so ein bisschen blöd, wenn Leute bei einem Video einen Daumen runter geben, wo ich mir denke, okay, wenn es euch nicht gefällt, dann schaltet doch einfach weg. Ja. Naja, es gibt ja, das ist halt Social Media, da gibt es ja eh mal Leute, wenn du halt nicht nach den ihren Denken redest, ja, oder tust, und dann kriegst du ja teilweise noch die dollsten Dinge an den Kopf geworfen, ja, wo du halt wirklich denkst, ja, das ist doch jetzt meine Sache, was ich hier erzähle, ja. Ja. Das ist halt, ihr müsst ja, oder das muss, ich meine, ich bin ja froh, dass jetzt mittlerweile, es werden ja auch mehr, das kriegen wir auch mit, ne, die hier zuhören. Und
ich finde das ja cool, ne, wenn euch das gefällt. Und aber wem es nicht gefällt, der muss ja nicht zuhören. Ne? Genau, der muss nicht zuhören. Der kann aber gerne sich was wünschen, wenn er sagt, sprecht doch mal über das und das würde mich interessieren. Und dann können also wir früher, das sicherlich mal machen. Kommentiert hier unten, das ist gut für die Quote. Genau. Und früher fand ich das ja immer, das war so ein, habe ich immer gedacht, ja, das ist Marketing für die, ne? Aber also jetzt so gerade so als so ein kleiner Channel wie wir, ne, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das bei euch ankommt, was wir hier so machen, ne? Weil wir ganz, 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 ganz wenig Feedback irgendwie bekommen. Und von daher ist es dann schon mal interessant, ne? Was denkt ihr da draußen überhaupt, ne? Was wir hier machen? So. Das ist schon, man merkt halt immer mal, die Abozahlen gehen meistens so insgesamt hoch, ne? Aber ganz, ganz, ganz langsam. Aber so die Hörerzahlen, die würde ich schon sagen, steigen so insgesamt. Da merkt man halt jetzt auch schon, dass wir jetzt über ein halbes Jahr am Ball sind. Am Anfang war das halt alles ein bisschen unstetiger, sag ich mal. Ja, wobei gut, wir haben konstant eins pro Woche gemacht. Wir sind jetzt, wir nehmen jetzt gerade Folge 38 auf, glaube ich. Ich glaube 38, genau, da steht's, ja. Folge 38, also wir sind schon eine Weile dabei. Und ja, das Jahr kriegen wir auf jeden Fall noch rum, schätze ich mal. Ich denke auch, ja. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Dann ziehen wir uns irgendwas aus der Nase. Da machen wir nur noch Reaction-Videos. Genau, da können wir jetzt mal auf das... ich hatte mir noch was anderes aufgeschrieben. Und zwar, ich hatte es schon kurz erwähnt, aber ich mag keine Testvideos. Also ich habe zum Beispiel beim Henning, also wenn ihr da jetzt nicht so im Thema seid, immer der Henning ist der Henning Pauli HP42, ne, der deutsche Gitarrentester, sag ich mal so. Ne? Ja. Ich habe mir am Anfang... habe ich den gar nicht geguckt. Du hast ihn dann immer mal hier und da erwähnt. Mhm. Und dann habe ich auch mal reingeguckt. Und dann habe ich mir wirklich jedes Video angeguckt. Ne? Nicht unbedingt, weil ich mich jetzt Chorus A interessiert hat oder irgendwie ein Board oder ein Looper-System, sondern weil ich den ganz unterhaltsam finde. Ich finde ihn eigentlich immer noch unterhaltsam. Ne? Ich auch, ja. Der ist auch unser Alter übrigens mal ungefähr. Ja. Das Problem ist halt, wenn du das dann ein paar Jahre geguckt hast, ja, und denkst halt so, ja gut, mich interessiert es halt echt nicht mehr, das 200. Choruspedal mir anzugucken. Ja, es interessiert mich halt einfach nicht mehr. Die Zeit kann ich besser nutzen. Dann macht er ja auch nicht gerade kurze Videos, ja. Und dann wird es nochmal durch 15 Amps getestet, wo ich mich halt auch denke, was mir jetzt echt durch ein Amp gereicht, ja. Ja gut, bei einem Choruspedal ist das vielleicht so, bei einem Verzerrerpedal finde ich das schon interessant. Ich erkenne den Nutzen davon. Ja? Das klingt ja unterschiedlich, ich höre das ja, aber ich will es halt nicht hören. Also weißt du, das ist mir zu langweilig dann einfach. Ja? Ja, also ich will mir das auch nicht alles anhören, aber wenn ich jetzt einen dieser 15 Amps, die ihr benutzt, zu Hause hätte oder einen ganz ähnlichen, hilft mir das natürlich dabei einzuschätzen, wie das an meinem Verstärker klingen würde. Das ist ja auch das Aber an meiner Aussage. Ich mag keine Testvideos. Wenn ich mir was kaufen will oder mich für irgendwas interessiere, dann bin ich natürlich froh, dass es Testvideos gibt und dann gucke ich mir auch mehrere an. Aber dann suche ich es halt speziell. Und deswegen ist jetzt halt, gucke ich jetzt zum Beispiel beim Henning halt nicht mehr jedes Video, ne? Oder schalte mal rein und schalte dann zwischendurch irgendwann wieder raus, wenn es mir zu blöd wird. Und das hatte ich halt früher nicht gemacht. Naja, gut, ich bin jetzt, glaube ich, jetzt die letzten anderthalb Jahre faktisch kein Musik-Equipment gekauft. Ja. Deswegen war das für mich jetzt auch so ein bisschen dröge. Ja. Das hat man, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Ich glaube, als wir in der YouTube 1-Folge über ihn gesprochen hatten, ich fand immer diese Videos gut, wenn er hier auf der NEM war oder sowas, ne? Und dann auch mal da so ein bisschen Quatsch dann geredet hat oder so. Ne? Genau, die Interviews, die so völlig am Thema vorbeigehen, aber irgendwie schon doch treffen, sehr, sehr unterhaltsam. Genau. Also, was ich halt gern sehe, ist halt zum Beispiel, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, Red Schall, ne? Wenn er auf Tour ist, irgendwie Konzerten, dann macht er immer ausführliche Videos und dann hört man auch mal ein Lied zu Hälfte oder Dreiviertel und noch eins. Und das finde ich einfach auch, wenn es im Endeffekt fast immer das Gleiche ist, finde ich das total interessant, weil mich das, ich gucke das halt gern sowas. Ja, ne? Finde ich auch cool. Also mal arbeitende Musiker auch zu sehen, nicht nur die, die halt immer nur in ihrem Studio sitzen. Ja, ja. Und es wäre echt total cool, wenn wir irgendwie mal zusammen einen Gig hätten und könnten das auch mal so vloggen. Das ist halt gut, das ist halt der Vorteil, also sag mal, als wir noch zusammen
Musik gemacht haben, hätte ich dazu überhaupt keine Zeit gehabt, ne? Weil dann musste ich dann irgendwie noch den Sound machen, so mehr schlecht als recht, und war irgendwie nur im Dauerstress. Wenn du jetzt natürlich so der angeheuerte Sideman bist, mehr oder weniger, dann ist das natürlich schon, dann kann man das ganz gut mitmachen. Aber das gehört heute auch so ein bisschen, er muss sich ja auch selbst ein bisschen verkaufen und pusht damit ja auch, ich sag mal, seinen Arbeitgeber, sag ich mal, in dem Sinne. Den, wie heißt der? Noah Guthrie. Genau, den meine ich, ja. Ja, ich meine, das ist auch ganz cool. Es ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik, aber was, das ist halt so, bist so ein bisschen country-mäßig, rockig. Aber noch gut genug, noch rockig genug, dass man es sich anhören kann, ne? Ja. Ja. Ja, nee, das ist okay. Also ich finde jetzt dieses Country-Genre, das ist ja so, in den USA ist das ja so das Pendant zu dem, was in Deutschland Schlager ist, quasi. Ja, ja. Sozusagen. Und es hat sich schwer gemacht. Also Schlager geht mir nach wie vor total auf den Keks, aber Country, das ist halt so ein bisschen exotischer, weil es aus Amerika kommt, und ich sag mal, selbst Taylor Swift, wo es dann mal ein bisschen poppig oder ein bisschen rockig ist, darf man sehen, dass es ganz hübsch ist, das kann man sich auch schon mal angucken oder anhören. Ja. Also ich habe tatsächlich diese Nashville-Serie ein paar Staffeln lang geguckt, einfach, weil es mal eine Serie ist, wo es zumindest teilweise um die Musik geht, ja. Was für eine Nashville-Serie? Ja, kennst du gar nicht. Es gibt eine Serie, die heißt Nashville. So eine richtige... Das ist so eine Stadt in Amerika, kenne ich, ja. Ja, ja, nee, das ist so eine, fast schon eine Soap eigentlich. Aber da geht es halt um diverse Country-Stars und Sternchen, ja, aus Nashville logischerweise. Ne? Okay. Rich Hunt wurde in Nashville, oder? Ja. Ja. Der macht aber nicht mit. Nee. Ja, aber das ist, wie das so ist, am Anfang ging es mehr um Musik und später hat das dann so ein bisschen, ist das so ein bisschen in Background gerückt, sag ich mal, in den Hintergrund. Aber das habe ich mal ein paar Staffeln, also ich würde es mir jetzt auch noch weiter angucken, wenn die irgendwie kostenlos mal wieder bei Prime drin sind, die neue nächste Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Gut, ich dachte mir, du meinst sowas wie jetzt CMT, es gibt ja dieses Country Music Television, und die haben so ein Crossroads, heißt das bei denen auch, oder Crossover oder irgendwie sowas, wo sie immer einen Country-Star mit irgendeinem anderen Genre zusammenbringen. Und da gab es ja mal diese Geschichte, wo sie Taylor Swift mit der Flipper zusammengebracht haben. Okay, ja, das habe ich gleich gesehen. Und dann spielen die halt dann da irgendwie eine Stunde, spielen die zusammen mit beiden Bands zusammen und halt Stücke von der Flipper und Stücke von ihr. Ja. Und singen das gegenseitig, das fand ich schon ganz spannend. Nee, das ist schon eine richtige Serie, also okay. Richtige TV-Show. Ja, ansonsten, was wir gern gucken, haben wir ja, zumindest musiktechnisch, haben wir ja in den anderen Folgen mehr oder weniger. Ich gucke halt viel Gitarrenbau noch und sowas da in die Richtung, logischerweise. Und das halt auch, da gibt es dann halt auch vieles, wo ich schon so am ersten Bildchen sehe, das interessiert mich irgendwie nicht, und dann wird mir das aber trotzdem ständig vorgeschlagen. Ja, das ist halt genau das, was mich nervt. Und am Ende siehst du dann halt, da gab es jetzt, das haben die letztes Jahr in die, wie sagt man dazu, haben die letztes Jahr erfunden, quasi den Great Guitar Build Off, glaube ich, heißt das. Das hat, kam auch von Crimson Guitars, die hatten wir ja auch schon vorgestellt. Achso, wie das Great Cake Bake Off. Und das kenne ich gar nicht. Das ist, glaube ich, so eine englische Serie, wo die halt so eine Kochsendung. Ja. Also da, das kam halt durch Corona irgendwie, durch das ganze Corona, und dann haben sie halt gesagt, so, wir bauen jetzt hier irgendwie, wir nehmen jetzt hier ein paar YouTube-Channels und bauen halt Gitarren. Ne? Das waren halt auch teilweise richtige Gitarrenbauer, wie halt Crimson oder Texas Toast Guitars, ja. Oder halt YouTuber, die bekannt waren. Also der hier, wie heißt der, unser, den wir letztes Mal mit drin hatten, Know Your Gear. Phil McKnight, der hatte auch damals eine Gitarre gebaut, unter anderem. Und dann wurden die halt, also dann konntest du halt zugucken, wie die gebaut haben, haben halt Videos gemacht, ne, und nachher wurden die dann für Charity-Zwecke irgendwie versteigert. Und dann gab es dann aber noch so eine andere Gruppe quasi, mehr oder weniger private Leute oder halt kleine Lucia, die sich ein bisschen Aufmerksamkeit erhofft haben oder sowas. Die haben halt außer Konkurrenz quasi auch Gitarren gebaut. Und das haben die halt dieses Jahr wiederholt und noch im viel größeren Rahmen. Und dann konntest du halt jetzt hier, das war jetzt hier zum Juni, Ende Juni zu Ende quasi, mehr oder weniger. Und dann gab es, glaube ich, Anfang August oder sowas diese Versteigerung und sowas. Und dann
hast du halt gefühlt hunderte Channels gehabt, die halt Gitarren gebaut haben, wo du dir Videos, mehrere Folgen Gitarrenbau-Videos angucken konntest. Ne? Und dann daher wurden halt die Besten prämiert irgendwie. Gab halt so eine Jury, wo, glaube ich, zum Beispiel Mary Spender drin war. Mhm. Und Und Chapman auch? Nee. Und dann habe ich mir das, und dann ist mir dann auch so aufgefallen, dass mir die Gewinnervideos wurden mir gar nicht so richtig vorgeschlagen irgendwie. Das fand ich dann auch. Und ich habe aber sich andere irgendwie gesehen. Das Geilste war einer, der wollte, hat gesagt, ja, früher war das ja mal hier Surfgitarre und sowas, ne? Und wie macht man eine Surfgitarre? Ja, aus dem Surfboard, ne? Ich so, okay. Ja, und dann muss ich ja, und der kam auch aus L.A. irgendwie, Kalifornien, so am Meer, ne? Und so, ja, dann muss ich erstmal ein Surfboard bauen, damit ich daraus eine Gitarre mir rausschnitzen kann. Ich so, das ist so eine Verschwendung von Holz, ja? Dass er erst ein Surfboard bauen und dann wollte er wirklich nur den Buddy, und der war noch relativ klein, den wollte der Mann. Und damit das Surfboard nicht so schwer wird, war nur wirklich so ein kleines Stück aus Vollholz quasi gebaut und der Rest war halt hohl. Ne? Und dann hat er es aus dem falschen Stück rausgeschnitten. Hat es voll verkackt. Wieso baue ich ein ganzes Surfboard um eine Surfgitarre? Also das fand ich total, die Idee fand ich dämlich. Egal, also das war das. Eine Sache, die wir jetzt neu machen, aber halt vorher natürlich auch uns woanders abgeguckt haben, sind Reaction-Videos. Genau, wir hatten es ja in der letzten Folge, der Doug Halvering heißt genau. Er, glaube ich, der ja regelmäßig reagiert. Und wir haben uns überlegt, als die neue Dream Theater Single rauskam, bis ihr das anhört, ist das wahrscheinlich schon 3-4 Wochen her oder so. Ja, ja. Sonst ist das jetzt erst noch nicht mal eine Woche her, ne? Ja. Genau, na ja, gut, diese Doctor Who-Geschichte. Ja. Und da haben wir uns überlegt, wir machen auch mal ein Reaction-Video und haben uns dann wirklich verkniffen, dieses neue Dream Theater-Video anzugucken, haben uns dann abends getroffen, das wurde mittags um 3 oder sowas veröffentlicht und haben uns dann abends um 7 oder so, war ich hier, getroffen und haben dann unsere ganz frischen Reaktionen darauf dokumentiert und das ist erstaunlich oft aufgerufen worden. Also ich glaube, für unsere Verhältnisse jetzt stand heute schon fast 600 Mark, glaube ich. Das ist, gut, ich sag mal, da hatten wir letztens auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, wie wir dieses andere Video gemacht haben, den Test hier von meiner neuen Gitarre, die ihr da hinten so ein bisschen, ich bin gerade am Umbauen übrigens. Ja. Aber da seht ihr dann auch vielleicht Video auch noch folgt. Ein Video. Ja. Auf jeden Fall, habe ich wieder den Faden verloren. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist Content, der relativ leicht zu erzeugen ist. Das hatte ich ja auch erzählt, dass wir da halt viel mehr Aufrufe hatten, wie jetzt bei unseren normalen Podcast-Folgen, die wir auch auf YouTube haben. Ne? Hm. Und da hatten wir dann irgendwie nach ein paar wenigen Wochen, noch 3-4 Wochen oder sowas, 1000 Aufrufe irgendwie erreicht. Ne? Und und jetzt, wie gesagt, bei dem Video sind wir jetzt, das ist noch nicht mal eine Woche alt, sind wir auch schon bei, was hast du gesagt, fast 600 irgendwie. Also, wie gesagt, das ist Pillepalle eigentlich so in der großen YouTube-Welt für uns. Wir freuen uns darüber. Ne? Wir freuen uns darüber. Und wir werden das jetzt wahrscheinlich auch mal regelmäßig machen. Jetzt nicht jetzt für so ein wöchentliches Thema, sondern vielleicht schieben wir das einfach mal so ein. Es kommt ganz viel neue Musik jetzt diesen Herbst raus, die für mich spannend ist. Ja. Ich glaube zum Beispiel Trivium hat eine neue Single jetzt gerade veröffentlicht. Hier können wir gleich noch eine Runde reagieren, wenn du willst. Ist zwar nicht deine Baustelle, aber... Naja, gut, dann musst du halt auch mal Musik hören, die dir nicht gefällt. Ah, na gut. Ja, genau. Und aber vielleicht können wir noch mal allgemein so ein bisschen über Reaction-Videos gucken, sprechen. Ja, das ist irgendwie so ein ganz neuer Trend. Also ganz neu ist er nicht. Gibt schon ein paar Jahre, aber das ist so ein typisches Ding, was irgendwie auch mit YouTube hochgekommen ist. Ja. Kein Mensch hätte sich im Fernsehen angeguckt, wie andere Leute eine andere Fernsehsendung gucken. Oder auf irgendwas reagieren. Ja, bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber ja, ich muss gerade irgendwie an diese Sendung denken dabei, wenn dann diese Z-Promis da sitzen, du guckst dann irgendwas Altes oder wie auch immer, da wird, und dann werden die immer so reingeschoben, reingeblendet, weißt du, und erzählen dann, wie das war. Ja. Okay. Da muss ich so ein bisschen gerade dran denken. Aber ja, Reaction-Videos, ich meine, das... Interessante, also jetzt aus meiner Sicht, ich hoffe, andere machen das anders, aber ich mache es so und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du es eigentlich auch so machst. Ich gucke nur Musik oder Videos
von Liedern, die ich schon kenne und die ich auch gut finde. Ja, das ist für mich eigentlich eher so, ach gut, hörst du dich das Lied mal wieder an und holst dir noch irgendwie die Bestätigung für deinen tollen Musikgeschmack ab. Idealerweise. Ja. Oder auch nicht. Aber wir haben das ja auch, kommt selten vor, ja. Genau. Wir haben jetzt auch ein paar Kommentare gehabt, da hat man auch das Gefühl gehabt, ah, okay, da hat jemand das neue Video geguckt. Ja. Und dann so, okay, das ist meine Einschätzung, wie haben das denn andere eingeschätzt? Und hat einfach mal gesucht und hat uns dann vielleicht gefunden, weil wir gerade ein paar hundert Treffer hatten. Ja. Und sagt dann, ja, also der Letzte, der es geschrieben hat, ja, ich teile eure Ansicht da, das passt schon so. Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt, also gut, ich bin da jetzt auch nicht so ein Thema, aber deutsche Reaction-Videos gibt's, glaube ich, jetzt auch nicht so. Und dann haben wir ja, gut, ich sag mal, Progressive Rock ist ja jetzt auch nicht so das Riesenthema jetzt. Ja, wie immer voll in die Nische reingehauen. Ja. Ja, nee, und da gibt's manchmal auch ein paar interessante YouTuber einfach zu entdecken, ne? Wie gesagt, diesen Duck Helvering, der halt wirklich so scheinbar das Absolut gehört, genau, und da dir die Akkorde raushört. Ich habe gestern ein geiles Video, ich habe mich so geärgert, da hätten wir auch drauf reagieren müssen. Ich kannte zwar das Lied schon, aber das Video dazu nicht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das schon tausendmal gehört habe, das Lied. Musst du dir unbedingt mal, oder hör, guckt euch das mal an, von Haken Cockroach Dingsbums. Ich verlinke es hier unten. Cockroach noch irgendwas. Okay. Kakerlake irgendwas. Geiles Video, ja, und auch geiler Song irgendwie, ne? Guckt euch das mal an. Oder guckt euch das Video von dem Duck an, wie er das guckt. Genau, verlinke ich das. Das ist irgendwie auch ganz cool, ihm dabei zuzugucken, ne? Oder manchmal siehst du halt so ganz langweilige Leute, das mag ich dann auch nicht, die gucke ich mir dann nicht nochmal an, ne? Und manchmal irgendwie, weiß ich nicht, haben die so eine bestimmte Ausstrahlung, da denkst du so, ach ja, ich will mir das jetzt mal angucken, wie die sich das Lied anguckt, ne? Ja. Was sie davon hält oder der oder so. Ne? Also was ich ganz spaßig finde, ist, wenn du so guckst, so Vocal Coach Reacts, und dann hast du so, wenn du jemanden hast, der halt auch wirklich genau weiß, wie das mit dem Singen funktioniert, und der guckt dann halt zum Beispiel ein Video von, sagen wir mal, Iron Maiden, der das nicht kannte, oder die, sind ja oft dann Opernsängerinnen, die so Videos machen, weil Mädels kriegen mehr Klicks, schätze ich mal. Und die dann aber dann auch genau gesagt, ach, der Bruce Dickinson, und hier macht er das jetzt so und so und macht dann das auch nach. Ja. Fand ich auch immer ganz witzig. Ja. Habe ich noch nicht so oft geguckt, aber ja, kenne ich, habe ich auch schon mal geguckt. Was mir da einfällt, ist, was mir zweimal vorgeschlagen wurde, ist, Flötistin reacted, ne? Und dann logischerweise zu Jess Rotan, habe ich schon gedacht, gut, weit kommt sie mit ihrem Channel jetzt da nicht. Das ist schon ziemlich speziell. Aber gut, man darf vielleicht nicht unterschätzen, wie viele Fans Jess Rotan hat. Ja. Falls sie jetzt nicht. Ja, aber ich meine, gut, will sie dann alle Lieder mal durch und dann, weißt du, du hast halt nicht viele Bands, die jetzt so sehr auf die Flöte setzen, dass sich das lohnt, da irgendwie drauf zu reagieren. Ne? Einmal das, und jetzt muss. Gut. Ich stecke jetzt bei Jess Rotan nicht so tief drin, aber ich habe mal so ein paar Lieder gehört. Ich habe sogar eine Best-of-CD von Jess Rotan. Und ich finde, das ist dann doch alles irgendwie ziemlich ähnlich, was der macht. Und der Ian Anderson, der Flötist von Jess Rotan, der immer auf einem Bein steht, der hat ja auch zum Beispiel beim Debütalbum von Blackmore's Night, von Ritchie Blackmore's Mittelalterband, auch ein Stück Flöte gespielt. Wirklich toll, aber das klingt irgendwie halt auch genauso. Jetzt mag ich das aus Nicht-Flötisten-Sicht nicht so genau beurteilen können. Ich kann zwar. Vielleicht gefällt dir auch einfach die Art nicht. Also ich bin jetzt auch kein riesen Jess Rotan-Fan. Ne? Ja, meine Schwester hat früher Querflöte gespielt. Ja. Ich kann das schon ausmachen, dass das sehr virtuos ist und dass der das wirklich richtig toll kann. Und das klingt auch cool. Aber müsste ich jetzt nicht in jedem Lied haben. Weißt du, wer auch viel Flöte, wo wir ja gerade dabei sind? Peter Hippel. Genau, bei Genesis früher. Aber das finde ich, das hat sich immer genau perfekt, also für meine Begriffe perfekt in den Song eingefügt irgendwie. Also das klingt auch jetzt nicht so, als würde jetzt jemand irgendwie so ein Solo abreißen oder sowas. So, ne? Ja. Ja, Reaction-Videos. Also da gab es halt auch schon immer mal irgendwelche Leute, die ich mir dann so am Stück angeguckt habe. Ne? Da gab es irgendwie so einen, der ist immer im Auto gefahren, ein Amerikaner. Im Auto gefahren, hat dann die ganzen Dream Theater Alben durchgehört oder sowas. Ne? Mhm. Also wirklich, der hat einen Arbeitsweg, also das war auch immer sein Arbeitsweg. Ne? Dann konnte er halt so ein ganzes Album hören, mehr oder weniger.
Und das war irgendwie so ganz interessant. Und dann hat er aber dann natürlich irgendwann mal alle Alben durchgehabt und hat mal irgendwie was anderes gehört. Das hat mich dann auch nicht mehr interessiert. Dann ja. Habe ich den auch nicht mehr gehört, sondern geguckt quasi, ja. Ja, da gibt's halt immer mal wieder, das ändert sich da tatsächlich. Es gibt da so keinen, wo ich jetzt sage, den gucke ich schon seit Jahren. Also ich, ja, es ist halt immer, manchmal guckst du das und dann denkst auch, gut, warum habe ich mir nicht einfach das Lied jetzt angehört? Ne? Das wäre vielleicht irgendwie sinnvoller gewesen, ja. Als... Je nachdem halt, wie oft das Video angehalten wird. Also wir haben jetzt bei unserem Reaction-Video das Video gar nicht angehalten. Ja. Das heißt also, bis auf das bisschen, was wir dazwischen gequatscht haben, kann man dem Lied eigentlich auch gut folgen. Oft hat man es dann auch bei dem Dark Helvering. Dann hält er an, erzählt was, spult zurück, die gleiche Passage nochmal, manchmal auch ein zweites oder ein drittes Mal. Wobei ich das zum Beispiel beim Reaction-Video an sich gar nicht schlimm finde, dieses Anhalten. Und ich glaube, manche Leute beschweren sich da oder so. Ich finde das okay, ne? Weil dann, gut, damit muss ich auch rechnen, wenn ich irgendwie so ein Reaction-Video absolut, habe. Das ist, weil sonst muss ich es mir dann halt wirklich einfach nur das Lied anhören, fertig. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch hier am Ende von der Folge. Ja. Ja, nee, war ja jetzt auch, ja. Das soll es jetzt mal für die YouTube-Trilogie gewesen genau, sein. Genau, also ich glaube, da haben wir jetzt erstmal genug. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr Neues geben. Nee, denke ich auch. Ich denke, nächstes Jahr könnt ihr vielleicht mit YouTube Teil 4 rechnen. Vielleicht. Vielleicht, wenn uns was Gescheites einfällt, wo wir sagen, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Genau, ansonsten haben wir ja hier und da auch im Gitarrenkram aktuell immer mal Anspiel- und Videotipps. Genau. Dann fließt das da so ein bisschen mit ein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend und machen noch ein Reaction-Video. Ja, machen wir das. Genau. Bleibt uns gewogen und gesund. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschö. Cut.